Da ist er! Vor uns steht einfach mal Pikachu! Pikachu X? Richtig spät, das gibt's doch nicht. Leute, ihr seid ja auch schon da. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mit meinen Augen passiert ist. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Die sind wirklich richtig, richtig kaputt. Deswegen muss ich jetzt um 3 Uhr nachts mit der Sonnenbrille runterlaufen. Oh mein Gott, und ich kann fast kein YouTube-Video machen. Aber ich will ja trotzdem für euch eins machen. Deswegen abonniert doch jetzt erstmal diesen Kanal. Aber wisst ihr was? Ich lade mir jetzt einfach mal irgendwie da mal ein cooles YouTube-Video runter und dann schauen wir uns das zusammen an. Da gibt's nämlich jetzt einen richtig, richtig coolen Converter dafür. Du willst deine Videos in Zukunft konvertieren, bearbeiten, komprimieren oder eine Bildschirmaufnahme machen? Dann bist du beim Wondershare Uniconverter genau richtig. Im Wondershare Uniconverter kannst du eine 1:1 Bildschirmaufnahme machen. Oder du bist zum Beispiel Gamer und willst Videospiele aufnehmen. Diese kannst du ganz, ganz kinderleicht sofort bearbeiten, zusammenführen oder verschieden konvertieren. Das geht alles im Wondershare Uniconverter. Also, auf was wartest du noch? Hol dir jetzt die kostenlose Testversion. Mit der kostenlosen Testversion kannst du dir zum Beispiel YouTube-Videos ganz kinderleicht herunterladen. Füge einfach nur die URL dazu und sofort kannst du dir das Video herunterladen. Wenn du dir aber mehr Videos herunterladen willst, kannst du natürlich ein Quartalsabo, ein Jahresabo und ein Dreijahresabo abschließen. Also, auf was wartest du noch? Lade dir jetzt den kostenlosen Wondershare Uniconverter herunter. Oh, perfekt, Leute, ey. Wisst ihr was? Damit kann ich mir jetzt echt wirklich ein cooles YouTube-Video runterladen und dann lasst uns jetzt heimgehen. Ich habe wirklich keine Lust mehr drauf. Ich sehe vor allem fast gar nichts mehr mit dieser Brille. Das gibt's doch nicht, Leute. Aber okay, wisst ihr was? Lasst uns mal reinschauen. Warum zur Hölle? Schon wieder dieses Apartment offen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch alles verflucht, Leute. Vor allem mein Laptop ist offen. Was wird denn hier angezeigt? Das sind doch wieder irgendwelche Drohnenaufnahmen, die mir vielleicht irgendjemand aus dem Dark Web geschickt hat, Leute. Wenn ich mir das Ganze mal anschauen soll, dann rockt es mal den Like-Button mit 2000 Likes. Aber was könnte das sein, Leute? Es ist verschwommen. Irgendjemand hat mir wieder Drohnenaufnahmen zugespielt. Oh mein Gott, ich kenne die Stadt. Wartet mal. Könnt ihr das erkennen? War das etwa... Warte mal. Habe ich gerade richtig gesehen? Das war das Pikachu X? Nee, oder? Da kommt er schon. Oh mein Gott, es ist Pikachu. Es ist Pikachu und Pikachu X zusammen. Leute, was soll ich machen? Er scheint bei mir in der Stadt zu sein. Oh mein Gott, der hat mir die Drohnenaufnahmen geschickt hier. Der unbekannte Praktikant ist doch gar nicht da. Vielleicht war es J6 gewesen. Er hat doch eine Drohne hier. Oh mein Gott, auf diesen Aufnahmen ist Pikachu drauf. Wartet mal, das heißt Pikachu... Schon wieder? Aber man kann ihn nicht bekommen. Das heißt, Pikachu muss irgendwo hier sein in der Stadt. Wartet mal. Oh mein Gott, ich komme damit nicht klar, Leute. Wenn ihr ihn irgendwie erkennen könnt, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich kann ihn nicht sehen. Oh mein Gott, warte mal. Ich muss da mit meinen Augen... Oh mein Gott, der steht mitten auf der Kirche. Hat er irgendwelche Superkräfte? Warum ist er so schnell? Oh mein Gott, warte mal. Aber wir haben einmal einen guten Pikachu gesehen und einen bösen. Da ist er schon wieder. Wartet mal. Der gute Pikachu. Da ist er. Er ist am Tag gut. Und um 3 Uhr nachts wird der Pikachu X. Und ihr wisst, um wie viel Uhr wir... Mein Gott, wir haben ja mittlerweile schon 3 Uhr nachts die Teufelstunde. Aber wer hat mir das zugespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist nur ganz normal, die Kirche ist hier drauf. Okay. Aber was hat das Ganze auf sich? Ich komme damit nicht klar. Okay, warte mal, wie lange geht es noch? Das sind irgendwelche Drohnenaufnahmen. Aber was ist das Ganze? Okay, das scheint bei mir in der Stadt zu sein. Aber er ist nicht mehr zu sehen. Okay, aber ich... Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, wer diese Drohnenaufnahmen mir zukommen hat lassen, dann lasst es mich mal wissen. Vielleicht sollte ich mir wirklich wieder irgendwelche Überwachungskameras hier ausstellen. Es geht immer wieder aus, das Signal. Okay, vielleicht sollten wir das jetzt wirklich mal beenden, Leute. Es war auf jeden Fall Pikachu zu sehen drauf. Es war genauso wie mit Elsa und Olaf Ex gewesen. Aber er war nur ganz kurz drauf zu sehen. Und das Ganze geht eine gewisse Zeit. Geht das nochmal in die Kirche? Die Verbindung geht wieder weg. Ich komme da noch nicht.
nicht klar, Leute. Er ist aber jetzt wieder nicht zu sehen. Könnt ihr ihn irgendwo sehen und erkennen? Da ist die Kirche. Ihr wart schon echt länger nicht mehr zu sehen. Das Ganze geht jetzt schon 4 Minuten. Oh mein Gott, da vorne steht er. Da ist Pikachu, aber warte mal. Hat er irgendwelche Superkräfte? Er geht wieder weg. Ist wirklich Pikachu in Mexiko? Ist Pikachu so weit gekommen, um nach Mexiko zu kommen? Diese Drohnenaufnahmen gehen 6 Minuten. Okay, irgendjemand hat mir diese Notiz da gelassen. Wahrscheinlich wurde er vom Pikachu-Ex überfallen oder sonst was. Okay, lass uns das nochmal zu Ende anschauen. Ich kenne die Stadt. Es ist San Miguel, Leute. Es ist hier um die Ecke. Okay, ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Irgendjemand hat diese Drohnenaufnahmen mir zugespielt. Die einzigste Person, ihr könnt ihn auch mal abchecken, ist J6, der eine Drohne hat. Aber er wollte doch irgendwelche Vlogs hier drehen. Er wollte doch nicht Pikachu X aufnehmen. Er hat doch gar nicht die Intention dahinter, sowas zu machen, Leute. Ja, er war wahrscheinlich dort gewesen. Ich habe es ja auch an seinem Instagram gesehen. Er war in dieser Stadt gewesen und hat irgendwie Fotos hochgeladen. Es ist wahrscheinlich eine Warnung. Nicht, dass er... Oh mein Gott, da vorne steht wieder Pikachu. Da vorne steht Pikachu X, was sollen wir machen? Aber er geht weg. Er geht weg. Es geht wieder von vorne los. Wie lange dauert das Ganze noch? Okay, das ist die Kirche. Vielleicht sollen wir auch zu dieser Stadt hinfahren und Pikachu irgendwo dort finden, Leute. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Oh mein Gott, aber es geht wieder weg. Es ist wieder da. Da steht wieder Pikachu vor uns. Immer wenn Pikachu vor uns steht, geht die Verbindung aus. Wie lange geht diese Drohnenaufnahmen noch? Es dauert einfach viel zu lange. Es tut sich gar nichts. Es ist schon wieder die Kirche. Okay, langsam muss es doch ein Ende haben. Wie lange geht das noch? Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden das jetzt auch gleich, weil es hat keinen Sinn. Ich weiß wirklich nicht, was aufhört. Es ist einfach nur eine Ortschaft, wo irgendwas drauf ist und Pikachu war auf diesen Drohnenaufnahmen auf jeden Fall drauf. Wir haben ihn ja selber gesehen, Leute. Okay, das sind irgendwelche Vögel. Wahrscheinlich sind sie von Pikachu aufgeschreckt. Aber okay. Es tut sich nichts. Wann geht die Verbindung aus? Es fliegt noch weiter. Okay, die Verbindung geht auszugehen. Wartet mal. Die Verbindung geht aus. Wir sind im Park. Die Drohne scheint irgendwo zu landen. Dann hat es vielleicht irgendwas alles... Ein Ende oder so. Ich hoffe doch mal. Okay, das ist der Park. Ich kenne den Park. Okay, es ist schwarz. Die Drohne landet wieder am Standepunkt. Oh mein Gott. Vor uns steht einfach mal Pikachu. Oh mein Gott, vor uns steht Pikachu. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Warum ruft mich auf einmal Pikachu an um die Uhrzeit? Sollen wir mal hingehen? Pikachu X? Warum geht das Licht aus? Es geht wieder an. Pikachu X? Warst du das gewesen, der erst das Video eingeblendet hat? Oh mein Gott. Warum geht das Licht auf einmal aus? Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh.